Ende November geht die Presse mit einer neuen Veranstaltungsserie ins Rennen. Fast Forward gewährt Top-Managern Einblick in innovative HR- und Management-Ansätze. Internationale Keynote-Speakers mit ganz besonderem Hintergrund teilen hierzu ihre Erfahrungen. Zum Auftakt begrüßt die Presse Luca Baldisseri, den Kopf der Ferrari Driver Academy, in der Lounge der Erste Bank am Petersplatz. Den Luca da zu haben, das ist schon was sehr Spezielles. Ja. Und da würde ich lügen, wenn mich nicht interessieren wird, wie ein Team wie Ferrari die Talente rekrutiert. Ja. Da kriegst du eine Nase. Ja. Das finde ich auch super genial, dass er da war. Ja, da sind wir auch schon beim Thema, wie gehen Sie es an? Ja, wie ist das Konzept dahinter? Und auch wirklich zu wissen, okay, was ist das Investment, das Sie tätigen für diese handverlesene Schar? Die Dropout-Quote ist hoch. Ja. Das Investment geht über 6 Jahre. Da geht es richtig, richtig viel Geld. Luca Baldisseri begann seine Karriere bei Ferrari als Engineer im Jahr 1995. Er arbeitete sehr eng mit Größen wie Gerhard Berger oder Michael Schumacher. Gemeinsam mit Schumacher gewann er 4 Weltmeisterschaften. Heute bildet er die zukünftige Formel-1-Elite aus und spricht mit uns über Ansätze im Hochleistungssport. Vom Ingenieur über den Fahrer bis hin zu den Mechanikern. Wir sind alle hoch motiviert. Full of passion. Wir sind voller Leidenschaft für das, was wir tun. Wir arbeiten nicht, weil wir arbeiten müssen. Wir arbeiten bei Ferrari speziell, weil wir unseren Job mögen. Das ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Vor allem Ferrari ist ein Rennstall, wo es sehr viel Emotion gibt. Deswegen habe ich auch gesagt, gibt es auch einen österreichischen Rennstall, der momentan erfolgreicher ist. Da müsste man genau analysieren, warum das so ist. Also die sind momentan der Bessere. Aber das kann man sich auf jeden Fall abschauen. Aber ich glaube, dass man einen kühlen Kopf auch behalten sollte. Die meisten Leute haben eine gewisse Leidenschaft für ihr Produkt. Und wenn das Produkt auch im Toilettenpapier ist, dann entwickeln sie Leidenschaft für ein Toilettenpapier. Ob es also im Sixpack kommt oder im 16-Pack kommt oder so weiter. Und wie stark das gerollt wird oder ob das 5 oder 6 Lagen sind. Ja, das ist ganz erstaunlich, für was Leute Leidenschaft entwickeln können. Und diese Leidenschaft ist einfach wichtig und ein ganz, ganz klarer Differenziator. Bei der Auswahl seiner Academy Elite achtet Baldisseri besonders auf die Willenskraft der Kandidaten. They answer you something like, sie antworten dir so etwas wie, ich will in der Formel 1 fahren. Ich bin sehr engagiert. Ich weiß, dass es erst der Anfang meiner Karriere ist. Ich will wie Michael Schumacher sein. Ich will ein professioneller Fahrer sein. I want to be a professional driver. So this kind of things. Diese Dinge braucht es, damit jemand diesen Beruf ausüben kann. Es ist nicht nur Spaß, was sie da machen. Sie verstehen schon mit 14, 15 Jahren, dass das erst der Anfang ihrer Karriere ist. Not only for fun, what they are doing, but they understand already at 14, 15 years old. They understand already that. Just the start of their career. Formel 1, ein sehr spezielles Feld. Dennoch haben die Champions viel mit den Spitzenleistern in Unternehmen gemein. Ich glaube, dass es immer zwischen Sport und Management gute Parallelen gibt. Meine Rennfahrer müssen, glaube ich, in einem relativ genauen Zeitpunkt ihre mögliche Leistung abrufen. Man muss auch lange durchhalten. Ich bin jetzt einige Zeit in der Industriellenvereinigung und habe viel gesehen, auch junge Leute, was sie alle gemeinsam haben. Also die Fähigkeit, wirklich ein Projekt von vorn bis zum Erfolg auch durchzuziehen. Dabei ist Stressbewältigung sowohl im Rennsport als auch in der heutigen Arbeitswelt ein heißes Thema. Das Umfeld eines Rennfahrers hat dem der Manager hierin aber einiges voraus. Geistige Fitness, Entspannungsthemen, Stressresistenz, Resilience im Change, das sind alles Themen, die kann man 1:1 auf unser Business übertragen. Schnelles Geschäft, veränderte Rahmenbedingungen, veränderte Arbeitswelt. Das halte ich für was extrem Wichtiges. Ist dort natürlich im Cockpit noch einmal was anderes, aber trifft für uns auch zu. Mal was anderes wird es auch das nächste Mal geben, bei der 2. Ausgabe von Fast Forward. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag hört. Ich glaube, das war sehr wichtig und man hat auch gemerkt, wenn es um diese Themen gegangen ist wie Formel 1, wie das Auditorium ein bisschen interessierter war oder gelacht hat oder das sehr, sehr gut aufgenommen hat. Spannend und anregend, einfach andere Konzepte zu sehen und zu verfolgen. Also das ist jedenfalls sehr, sehr positiv. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.diepresse.com.